Frage ans Bewusstsein. Stell dir vor, es ist wahr und die Gaudi ist erledigt. Alle sind über Nacht zack ein wenig gescheiter geworden. Sie haben so lang die Umwelt, die Natur und alles beschädigt. Dann haben sie gesagt, miteinander fangen wir einfach an von vorn. Was war dann? Was war dann? Bevor wir nun mit dieser 7. Episode vom Montagsinfoabend beginnen wollen, werden wir Ihnen noch eine kleine Kurzbeschreibung der Themen geben, die unseren Sprechern am Herzen liegt und euch in diesem Video näher bringen wollen. Manfred Johann Lorenz ist Maniolo. Er begleitet uns durch die Veranstaltung, singt und spricht ein paar Worte zum Thema Mensch sein dürfen. Karin Frank bringt uns heute die Permakultur näher. Nun, was ist Permakultur? Kurz gesagt, Permakultur ist ein Konzept, das auf die Schaffung von dauerhaft funktionierenden, nachhaltigen und naturnahen Kreisläufen zielt. Ursprünglich für die Landwirtschaft entwickelt, ist sie inzwischen ein Denkprinzip, das auch Bereiche wie Energieversorgung, Landschaftsplanung und die Gestaltung sozialer Infrastrukturen umfasst. Grundprinzip ist ein ökologisch, ökonomisch und sozial nachhaltiges Wirtschaften mit allen Ressourcen. Ebenfalls möchten wir uns recht herzlich bei Klaus Glatzel für die Live-Übertragung auf den freien Bürgerradio OkiTalk bedanken, den er über das Magazin Der Talk von Mensch zu Mensch sendet. Zum Mit- und Selbermachen. Schauen Sie auch auf www.okidog.com rein. Es zahlt sich wirklich aus. Bevor wir nun beginnen wollen, müssen wir noch die letzten Vorbereitungen treffen. In der Zwischenzeit haben Sie noch für etwa eine Minute Zeit, sich Block und Schreibzeug bereitzulegen. Denn heute haben wir wieder sehr viele Informationen für Sie zusammengetragen, die es wiederum lohnt, aufzuschreiben. Einen wunderschönen guten Abend zusammen. Grüß euch Gott alle miteinander. Welcome to Freedom. Zur 7. Montagsinfo. Vor fast ausverkauftem Haus. Steht das da, Satz? Trotzdem Schneetreiben, Schneegestöber und ja. So Schneegestöber wirbelt manchmal etwas ein bisschen durcheinander. Und umso schöner ist, dass ihr alle da seid. Wir haben eine kleine Programmänderung. Es gab ja eine Ankündigung in den Medien. Wir haben zwei Gäste heute nicht da. Dafür kommt aber vielleicht noch die oder der andere Gast dazu, der nicht auf dem Programm steht. Und zwar darf ich entschuldigen, nein, entschuldigen tun wir es nicht, weil das Gesetz würde ja voraussetzen, dass Sie schuldig sind. Da winkt jemand, das gilt der Dame hier, letzte Reihe, Mitte. Ah, das sind meine Blumen, wunderbar. Ja, also der Herr Roman Pardivi hat angerufen, beziehungsweise hat uns informiert, dass er in Wien steht, es fahren keine Züge weg.
Es ist einiges durcheinander gekommen. Bei den öffentlichen Verkehrsmitteln geht es normalerweise sogar ohne Schnee, aber diesmal haben sie einen Grund. Und der Herr Günther Peham kann uns auch aufgrund einer Schneeverwehung und Wetterturbulenzen heute nicht beehren. Wir werden es aber nachholen. Das heißt, wir sind ja in einem Monat wieder da. Der Vorteil ist, wenn ein Monat genau 28 Tage hat, dann sind die Wochentage und das Datum im nächsten Monat die gleichen. Also für alle, die wieder kommen wollen und werden, am 9. März treffen wir uns wieder. Wir werden auch dann wieder das Thema haben, was wir heute haben, Bildung, weil wir festgestellt haben, wenn man das Übel schon an der Wurzel packen soll, dann muss man bei der Bildung anfangen. Wir können ja nicht ständig an den Symptomen rumschneidern, sondern wichtig ist, dass man vom Grund auf mal beginnt, Dinge vielleicht zu überdenken. Ich freue mich auch heute wieder, dass wir live on air sind bei Klaus Glatzl in OkiTalk. Wer also immer noch kein OkiTalker ist, bitte talkt mit Oki, www.okitalk.com. Sie haben alle auf dem Tisch so Zettel, die habe ich heute selber gesagt noch auf Staatskosten gemacht, nein, aber auf Firmenkosten. Da stehen einen Haufen Sachen drauf, unter anderem auch die Sprecher, die heute eingeladen waren, mit Webseite. Also einmal die Karin Frank, die wird uns heute dafür sehr ausgiebig und sehr, ja, bildend oder auch inspirierend sehr tiefe Einblicke geben in eine andere Form des Lernens und Wahrnehmens. Die steht da in der Mitte, Permanoricum WordPress, das ist die Karin Frank. Dahinter steht Creality, da könnt ihr alle einsehen, was so mit Potenzialentwicklung, Potenzialforcierung möglich ist und eben der Herr Roman Parivi kommt dann nächstes Mal, hat uns zumindest zugesagt. Und Wertevoll Leben, wer letztes Mal da war, weiß, Günther Peham, Wertevoll Leben, der macht das auch schon ziemlich lange. Da kann man also einiges über Bildungsinitiative, Bildungsoffensive einsehen. Ein weiteres Dankeschön an den Roman Michael Reuter, der mit Krypto TV wie immer diese Sendung aufzeichnet und sie dann auch ins Netz stellt. Dazu sei gesagt, wir machen das alles unentgeltlich. Es darf aber wertgeschätzt werden beim Rausgehen. Ich möchte mal Danke sagen an OkiTalk und an Krypto TV für die mediale Unterstützung. Es hat wahrscheinlich auch einen Applaus verdient. Weil wir alle hier nicht zusammenkommen könnten, zumindest nicht in dieser Größenordnung, die es mittlerweile angenommen hat, wenn da nach außen hin nicht die Kommunikation auch immer wieder noch da wäre. Und es gibt ja mittlerweile eine Webseite, schaut auch regelmäßig bei montagsinfo.com nach, also ein Wort, montagsinfo.com, da stehen immer die alten Sachen und auch die neuen mit drin. Und was brauchen wir noch? Ja, das ist die montagsinfo.com. Und diese Zettel bitte mitnehmen. Es geht heute, wie letztes Mal auch schon und das nächste Mal auch, um die Thematik Bildung. Und wir haben uns heute vorgenommen gehabt, mal verschiedene Schulkonzepte und Bildungs- oder alternative Bildungssysteme zu beleuchten, anzuschauen, ob es denn auch andere Ansätze der Menschwerdung gibt, als die bis dato bekannten. Und jetzt möchte ich gerne mal in die Reihe fragen oder in die Runde fragen, sind Lehrer hier, sind Direktoren hier? Also habt ihr den Mut, einfach Hand hoch, Lehrer, ja? Lehrer, ja? Aha, also manche Lehrer werden von hinten angezeigt. Die wissen das aber vorne dann, weil sonst hätten sie nicht lächeln. Der macht das immer so. Ganz wichtig, die Lehrer schneiden ja bei dieser Bildungsdiskussion immer nicht so gut ab, weil ihr seid im Prinzip der Prellbock zwischen, also die Exekutive, wie der Franz Josef Neffe es letzte Mal so schön gesagt hat, die Unterrichtsvollzugsbeamten, die irgendwie an diesem Bildungspotenzial einen Lehrplan abspulen müssen, der von hinten her überwacht wird. Und ich kenne das sehr gut, ich war selber lang als Lehrer und Trainer tätig, wo eine Institution, die dem Ganzen drüber steht, drüber wacht, dass die Dinge gemacht werden, die gemacht werden sollen.
Ja, und dann sollen wir das jetzt so machen, dass das allen Spaß macht und es einem selber keinen Spaß macht, hat man, dann machen wir so eine liebe Not damit. Und darum ist es sehr schön, dass Lehrerinnen und Lehrer da sind, weil wir brauchen euch. Wir brauchen Lehrer mit Herz, die auch den Mut haben zu sagen, ja, ich übe einen Lehrplan aus, aber wie ich das mache, das lasse mal meine menschliche Seite tun. Und solange hinten am Ende was rauskommt, was für alle Seiten akzeptabel ist, sollten wir auch uns die Freiheit nehmen, gewisse Wege anders zu gehen oder anders zu beschreiben. Und hallo, schönen guten Abend. Ja, ich habe da vorne ein paar Webseiten aufgedruckt oben. Da ist zum einen mal lernwelt.at. Wer den noch nicht kennt, schaut mal rein, das ist der Peter Schippeck. Auch den hatten wir schon eingeladen. Der ist uns aber nur mehr ausgekommen, weil er momentan ziemlich busy ist, was das Neudeutsch auch bei Lehrern. Und der Herr Schippeck ist letztendlich der Repräsentant auch vom Gerald Hüther hier in Österreich, den immer mehr Menschen jetzt kennen, vor allem im Schulbereich. Ich zeige euch da noch ein kurzes Video von dem. Dahinter finden wir einen Link zur Leis-Schule. Schetinin sagt vielleicht der einen oder dem anderen schon was. Es gibt ein russisches Bildungskonzept von einem Herrn Schetinin, der Kinder sehr naturverbunden, sehr natürlich und auf der anderen Seite auch wieder so, wie unsere Großeltern noch in Schule gegangen sind oder wie man das von den Waltons kennt. Wer die Waltons noch kennt. Ja, also 4 oder 5 Klassen in einer Klasse, so 30, 40 Schüler von Stöpsel bis Abiturient, alles in einem Raum und die muss man irgendwo untereinander organisieren. Also heterogenes Lerngefüge nennt man sowas auch. Das konnten die Lehrerväter, der Lehrermütter von heute konnten das noch. Heute ein Ding der Unmöglichkeit und trotzdem geht's, wenn man es machen muss und wenn man dazu mehr oder minder gezwungen wird. Und es funktioniert, dass junge Ältere unterrichten und sich dafür von Älteren was abschauen, was sie selber noch nicht so können und das Ganze in Harmonie funktioniert. Und da gibt es eine Schule in Klagenfurt, die Leis-Schule. Es wird in Salzburg jetzt auch so eine Schule geben und ich grüße den Gründer oder wir grüßen den Gründer dieser Schettinin-Schulen oder Leis-Schulen. Das ist einmal der Herr, jetzt muss ich mal schnell nachschauen, den haben wir da aufgeschrieben, der Dieter Graf Neureiter, der ist momentan gerade irgendwo in weiter Ferne und in Salzburg macht es ein Herr Eduard Kahn, der heute zwar nicht kann, aber wir bleiben an ihm dran. Ja, der macht es in Salzburg und das wird sicherlich eine ganz interessante Geschichte, wenn wir den im März oder im April hier begrüßen dürfen, dass er uns mal ein bisschen was erzählt, wie dieses Schettinin-Konzept der Leis-Schule funktioniert. Ein paar weitere Sachen habe ich noch mit drauf, aber schaut euch einfach ein bisschen um. Da sind die Freilerner dabei, das ist eine organisierte Plattform, die grundsätzlich Homeschooling und freies Lernen unterstützt und promotet. Auch das geht ja. In Österreich gibt es ja nur Unterrichtspflicht und keine Schulpflicht. Das heißt, es gibt die Möglichkeit des Homeschoolings, die ist in Österreich viel einfacher zu realisieren wie in Deutschland. Und die Urmutter dieses Homeschooling und Freilernens, das ist diese Joya Maschnik, die steht ein bisschen später nochmal mit Greenwich Net. Die hat jetzt das Grünhexenland irgendwo in Kärnten unten, hat aber dieses Netzwerk gegründet. Also wer jemanden kennt, der mit dem Schulsystem überhaupt nicht mehr klarkommt, also bevor sie anfangen, Pillen zu verabreichen und irgendwelche Substanzen subkutan diesen Patienten, den man Schüler nennt, zu verabreichen, nehmen sie ihn aus der Schule raus. Es könnte sein, dass das ein Lehrer ist, der nicht mehr in die Schule gehen will, aber nur einen kleinen Körper hat. Khalil Gibran hat ja gesagt, unsere Kinder sind nicht unsere Kinder, vielleicht sind sie unsere Lehrer. Und manche wollen uns was beibringen und nichts beigebracht bekommen. Darüber hinaus ist eine ganz interessante Geschichte, weil meine Frau und ich beschäftigen uns auch sehr lange schon mit Freilernen, wollten vor 3 Jahren auch eine freie Schule in Schering eröffnen. Die wurde uns aber durch höhere Kräfte vereitelt. Ich mag jetzt gar nicht sagen Instanzen, sondern es haben da ein paar Sachen zusammengespielt, dass es noch nicht der Fall ist, weil wir eine andere Form der Schule bekommen werden, wo uns die Karin Frank dann hinführt. Das wird nämlich eine Schule, die aus der Natur heraus entsteht. Und kein Schulhaus und kein Montessori-Spielzimmer, weil meine Frau ist eine Montessori-Pädagogin. Und wir haben uns sehr intensiv damit beschäftigt und
Es gibt zum Beispiel Menschenrechte, die meisten von Ihnen wissen das. Und das Menschenrecht steht über Landesrecht, auch über EU-Recht. Da haben sich die internationalen Konventionen auch darauf geeinigt. Und der Artikel 26 Absatz 3 besagt, dass die Art und Weise des Lernens und Lehrens und der Bildung, die einem Kind angedeiht, in letzter Konsequenz in den Händen der Eltern liegt. Also nochmal, also Artikel 26 Absatz 3 Menschenrechte beruft sich auf die Bestimmung der Art und Weise, wie ein Kind unterrichtet wird, die in letzter Konsequenz bei den Eltern liegt. Also es dürfte keine Polizei geben, die den Eltern die Kinder zurückbringt, wenn sie schwänzen und so weiter, weil in letzter Konsequenz die Eltern sagen, so ist es. Laut Menschenrechte. Die wir allerdings nicht so besonders gut kennen, wie die Bibel und ähnliche Dinge auch. Darum gibt es ja dann wieder Amnesty International, die sich für die einsetzen. Ja, damit wir es ab und zu auch mitbekommen, was da so alles Schönes drinsteht. Weitere Sachen, Kompassschule, wir haben ein paar Lehrer und Direktoren eingeladen, die trauen sich noch nicht ganz so her, aber ich hoffe, dass, wenn der Roman dieses Material geschnitten in YouTube platziert, dass man den Schulen oder Schulleitern die Angst nehmen kann, hierher zu kommen, weil Lehrer sind eine ganz besondere Spezies. Ja, Lehrer sind so ein bisschen wie Ärzte. Die müssen ganz stark aufpassen, dass man sie nicht irgendwo sieht, wo man ihnen einen Strick draus drehen könnte. Und wenn immer mehr Lehrer da sind, die sagen, wir machen uns einfach schlau, was es da sonst noch gibt. Es geht ja nicht darum, das Schulsystem zu stürzen oder eine Revolution vom Zaun zu brechen, sondern es geht darum, darüber nachzudenken, ob veränderte Wesenheiten, veränderte Kinder, veränderte Lebensbedingungen, veränderte Rahmenbedingungen, veränderte mediale und weltliche Bedingungen nicht auch eine Veränderung in der Art der Vermittlung erfordern. Und wenn halt jemand Apps über Apps leichter lernt, dann kann er halt also ein WhatsApp-App haben, wenn er auf eine Viertelstunde was aus dem Handy lernt, was er in 4 Unterrichtseinheiten nicht im Unterricht lernen mag, dann kann man es ihm ja auch anders angedeihen lassen. Also die jungen Menschen von heute haben ein bisschen andere Sensibilität als wir und ich weiß, von was ich spreche, ich bin selber so einer, aber ich bin leider schon 52 Jahre alt und wir haben 50 Jahre, mir keiner verstanden, nicht einmal ich selber. Ja, es gibt Menschen, die haben eine andere Sensibilität, andere Wahrnehmung. Und Wahrnehmung hat nichts mit den 5 Sinnen zu tun, sondern geht über die 5 Sinne hinaus. Und man weiß heute, dass es Synästheten gibt, dass Kinder gibt, die bei Tönen Farben sehen und die bei Mathematik plötzlich was riechen, die Gleichungen riechen können, wo ein normaler Verstand sagt, so was gibt es nicht. Doch, das gibt's. Machen Sie einmal schlau über Synästhesie. Das ist die Verschmelzung von mehreren Sinnen, die im Hirn völlig neue synaptische Gebilde darstellen, wo man einfach sagt, was, der riecht ein Lied, das gibt es ja gar nicht. Ja doch, das gibt es schon. Vielleicht könnten wir davon lernen, wenn wir nicht sagen, dass das ein Schmarrn ist. Und so müssen wir auch erkennen, dass man heute zum Beispiel in der Bewegung viel schneller gewisse Dinge lernt beim Spazierengehen als beim Stillsitzen. Dass Lernraum auch Freiraum heißen muss. Und wenn ich jemanden habe, der sich gern bewegt, ein Bewegungstier, dann kann der im Stillsitzen nichts aufnehmen. Und wenn jemand gern in die Stille geht, dann kann ich den in der Gegend rumjagen, weil sie da nichts merken kann, weil er einen Orientierungslauf macht. Also diese Individualisierung des zu Vermittelnden auf die Zielgruppe. Ich bin ja Ingenieur und habe auch im Verkauf gearbeitet und da gibt es dieses Customizing. Ja, jedes Produkt wird maßgeschneidert auf einen Klienten, auf einen Kunden. Da gibt es ein Zielgruppenmanagement, Customer Care, dann Customer Optimized System im Computer, überall, was hat der Kunde für Vorlieben, wie muss ich ihm das verkaufen, warum macht man sowas eigentlich nicht in der Schule? Und sagt, naja, das ist ein wenig sensibler, den kann ich nicht so mit einer lauten Stimme konfrontieren und das ist jemand, der will gefordert werden, der steht gerne an der Tafel, warum gibt es sowas eigentlich nicht, ne? So, Computer-Aided Learning.
war ja eine Geschichte. Wenn die Kinder und Jugendlichen gerne in diesen elektronischen Medien rumwühlen, sollte man ihnen die Möglichkeit geben, das zu integrieren. Und glauben Sie nicht, dass das nicht gibt. Ich habe Freunde in Australien, die sind teilweise draußen im Outback 200, 500 Meilen auseinander. Da fährt kein Schulbus jeden Tag. Ja, da kommen die mit grauen hohen Schuhen und glatzen wieder heim. Die machen das zu Hause vom Laptop. Online-Tutoring, Fernlernen. Und dann gibt es halt Präsenzphasen, wo die 2-3 Wochen miteinander in der Schule sind. Man schaut, ob die auch fleißig aufgeklappt haben und dabei waren oder sich nur eingeloggt haben und dann wieder rausgegangen sind, so Bumerang werfen. Ja, das kann man ja nachschauen. Also es funktioniert und auch dort gibt es Ingenieure, Ärzte, Piloten, gescheite Leute mit Zertifikat. Und in Frankreich gibt es nicht einmal eine Unterrichtspflicht. Keine Schulpflicht und keine Unterrichtspflicht. Und die nehmen es ganz genau, aber die machen gewisse Dinge einfach anders. Und wenn wir uns vielleicht dahingehend ein bisschen öffnen, dass es andere Möglichkeiten des Lernens, des Wahrnehmens, des Aufnehmens gibt und dass man vielleicht auch von hinten her was lernen kann und nicht immer in der Reihenfolge, als unsere Großeltern das schon gelernt haben, dann lernen wir möglicherweise ganz andere Mitmenschen kennen, die eben nicht mehr die gleichen Dinge machen wie mir und auch nicht mehr die gleichen Fehler, dafür neue. Und man soll ja immer neue Fehler machen, damit man was lernt. Weil aus Fehlern wird man klug, habe ich gelernt. Wir haben aber ein Bildungssystem, das Fehler rot anstreicht und gemessen an der Menge das Ganze mit einer Zahl von 1 bis 5 respektive 1 bis 6 bewertschätzt. Nur, dass mit einem Sechser oder mit einem Fünfer da gar nicht so gut ausschaust. Und es gibt einfach, kein Mensch ist von sich aus gerne schlecht. Aber es gibt manche Kinder, die sagen, bevor ich mich anstrenge, dass eh nichts bringt, schreibe lieber Kleinfünfer und lerne nichts, weil das kenne ich schon. Und meine Frau und ich arbeiten ja auch therapeutisch, gerade mit Lernproblemen und Blockaden. Viele Kinder bauen in gewissen Phasen ihres Lebens ganz brachial ab, um sich die Nähe ihrer Väter und Mütter zu erzwingen, in Form von Hausaufgaben, Unterstützung und Nachhilfe. Oder lieber geschimpft wie gar keinen Kontakt. Also die Schule ist auch ein soziales Terrain, das sehr, sehr interessant ist, wenn man sich das aus anderen Aspekten und nicht nur aus der Lernwerkstatt, aus dem Lernwerkstatt-Aspekt her anschaut, sondern mal so, was ist das für ein Abschnitt im Leben eines Menschen? Und da werden wir uns dieses Mal und auch nächstes Mal noch sehr intensiv damit beschäftigen. Und wenn es Ihnen gefällt, dann freuen wir uns natürlich, wenn Sie das weitertragen. Und ich habe gelernt, dass man, ja, alles, was man so lernt, dass das nicht immer so stimmt. Auf eines möchte ich noch hinweisen, auf unserer Webseite montagsinfo.com ist der Film Alphabet verlinkt. Wer den noch nicht kennt, ein sehr interessanter Film, der letztendlich auf dem Tenor aufgebaut ist, 98% aller Menschen sind hochbegabt und wenn sie aus der Schule kommen, sind es nur noch 2. Wo ist das hingekommen? War sehr umstrittener, oder andersrum, ein sehr viel diskutierter Film. Umstritten war nicht, weil er einfach eine Realität wiedergibt, die man sicherlich auch anders darstellen kann, aber der hat das einfach mal so angeschaut. Und wer Kinder oder Enkelkinder hat, den ruft man natürlich auch auf, dahin zu sehen, nicht zuzuschauen, was da so passiert, sondern hinzuschauen, hinzuhören, hinzufühlen, was sie da so tut. Und bei Bedarf auch so ein bisschen Unterstützung zu geben. Also ich war sehr froh gewesen, wenn ihr Oma gehabt hätte oder ein Opa, der hat uns so gesagt, hey, boah, scheiß da nix, dann freut da nix. Ja, wir brauchen sowas. Vielleicht kennen Sie ja auch den Song vom Reinhard May, Zeugnistag. Kann ich sehr empfehlen, habe ich aber leider nicht dabei. Ich will Ihnen jetzt noch einen kurzen Film zeigen von Dr. Gerald Hüther, Professor Dr. Gerald Hüther, der mit ein paar Sätzen was zum Bildungssystem sagt. Dann singe ich euch ein Liedchen und dann lade ich Sie ein zu einem sehr, sehr interessanten, tiefgehenden und unterhaltsamen Vortrag von der Karin Frank. So, schauen wir mal den Film. Dankeschön.
sollte uns zu denken geben, aber vielmehr noch sollte uns dazu animieren, auch zu handeln. Ich kenne da so einen Spruch, der heißt aber, ja, wissen tat man es eh, Punkt, 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 aber. Und es beginnt im Kleinen. Ja, es beginnt wirklich dabei, Eltern zu ermutigen, ihren Kindern die Eigenverantwortung diesbezüglich zu übergeben. Man muss sich als Eltern nicht vor oder hinter die Kinder stellen, sondern man muss ihnen nur sagen, wenn du mich brauchst, bin ich da, entscheide du. Und das ist für viele eine sehr große Herausforderung. Das hätten wir uns so gern gewünscht. Und es war dann doch gut möglicherweise, dass wir es nicht taten und jetzt wollen wir es die anderen ersparen. Wir brauchen mutige Menschen aus allen Altersgruppen. Eltern, Geschwister, große Geschwister, Großeltern, Nachbarn, die einfach, wenn mein Nachbar zu Hause von meinem Elternhaus nicht gewesen wäre, wäre ich wahrscheinlich Maschinenschlosser geblieben. Also bin ich Ingenieur geworden und habe auch nichts draus gemacht. Der Beamer ist grauenhaft. Okay, ein bisschen um mich. Ach. Ja, wir sind ja, es ist mit den Medien ja ähnlich. Die werden ja auch, das wissen wir, erstmal begutachtet, man könnte auch sagen zensiert, um uns dann gewisse Dinge zu zeigen, die wir sehen dürfen und andere Sachen, die wir nicht sehen dürfen, die werden da rausgenommen. Und darum bin ich so froh, dass es Menschen gibt wie einen Roman Michael und davon gibt es viele, oder auch einen Klaus Glatzel, den man einfach nie sieht, weil er immer irgendwo in Niederösterreich hinterm Studio-PC sitzt, die trotz Angebot vom ORF, so war es beim Glatzelklaus vor 2 Jahren, die haben ihm angeboten, seinen Sender zu kaufen und das war gar nicht mal so unlukrativ gewesen und er hat gesagt, nee, dann bin ich nicht mehr frei. Ich möchte die Dinge über den Äther schicken, die mich interessieren für eine Zielgruppe, die so tickt wie ich. Und der hat mich mal gefragt, der ist für dich, Klaus. Und der Klaus hat mich mal gefragt, bei einem Anlass, das war beim Friedensfest am Attersee, letztes Jahr im September, ob ich nicht mal in einem Lied irgendwas über Okitok singen könnte. Da haben wir gedacht, das ist aber interessant. Und irgendwann kam mir etwas so vorbeigeschwommen und da haben wir gedacht, da kann man das gut einbauen. Und ich habe ein Lied geschrieben über die neuen Medien oder über andere Medien. Das heißt, ich habe es verstanden. Sie belügen uns nach Strich und Faden, von frühmorgens bis in die Nacht. Wie lange muss ich es ertragen? Was soll es sein, was es mit uns macht? Informationen sollen berühren, sollen tun, was die Masse tut, sollen inspirieren, nicht berühren, verführen, Impulse geben und viel Mut. Ich hab's verstanden, ich mach Pause, schalt das Alte ab, wirf die Norm raus. Und ich lieg mir lieber an den Stausee und mach so den Mainstream denn gar aus. Und ich freu mich über Wahrheit, über Wissen, wie es wirklich ist. Und das hol ich mir in meiner Freizeit, weil sonst der Zensus gern vergisst. Okitok bringt's übern Äther, viel Wahres sagt der Honigmann. Pravda TV braucht keine Täter, Russia Today klagt niemand an. Der Freeman Weg bringt viel an Wandel, schau auch in Gerhard Schneiders Blog.
Montags Info Menschen handeln. Top Info Forum verdient Lob. Ich hab's verstanden, ich mach Pause. Schalt altes ab, wirf die Norm raus. Ich lieg mir lieber an den Stausee. Mach so den Mainstream denn gar aus. Und ich freu mich über Wahrheit, über Wissen, wie es wirklich ist. Das hole ich mir in meiner Freizeit, weil sonst der Zensus gern vergisst. Das hole ich mir in meiner Freizeit, weil sonst der Zensus gern vergisst. Ich will keine Stellungnahmen, kein tut mir leid, Entschuldigung. Wir wissen nicht, wie wir drauf kamen. Ist halt passiert, ist nur zu dumm. Ich will die Wahrheit für mein Leben, will wissen, wie es ehrlich ist. Hat uns der Mainstream nie gegeben, weil alles nur ein Business ist. Wir fallen es raus, schaut ihn nochmal. Und ich lieg mir lieber an einem Stausee und mach so den Mainstream-Denker aus. Und ich freu mich über die Wahrheit, über Wissen, wie es wirklich ist. Das hol ich mir in meiner Freizeit, weil sonst vergiss, bis hui mir in meiner Freizeit, weil man erzählt uns gerne Mist. Dankeschön. Ja, das heißt, viel, was wir sehen oder sehen dürfen, ist vielleicht ganz anders. Manchmal sind Äpfel gefährlich, manchmal sind sie gesund. Früher hat man gesagt, grün ist in den Fabrikhallen ganz beruhigend. RAL 6011 war diese Maschinenfarbe. Da wird man nicht aggressiv, bloß von den roten Werkzeugmaschinen. Da meinen die Arbeiter, sie sind ein Puff. Da werden sie aggressiv und aktiv, das war man nicht. Grün beruhigt. Wenn es denn so ist, dass grün beruhigt, dann ist es gut, dass ihr grünes Hemd habt, dass da grüne Bücher stehen und dass wir heute eine Sprecherin da haben, die uns gleich zur Verfügung steht. Ah, die steht schon da, sagen wir nicht. Und zwar freue ich mich, die Karin Frank euch anzukündigen. Alles andere wird sie euch selber sagen. Karin Frank. Leihschule gründen wollte, Schikini Leihschule, und wir im Chiemgau sind da gerade auch ganz massiv dran, und ich halte es für was ganz, ganz Wichtiges, eigentlich ziemlich oberste Priorität, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass die Kinder, die jetzt die neue Ausbildung kriegen und in ihre Potenziale kommen, uns große Kinder total mitreißen werden, und ich glaube, das geht sehr schnell. Wer die Schikini-Schule kennt, oder wer von der schon gehört hat, ich glaube, das wisst ihr, wenn ihr euch mit dem Thema beschäftigt. Nicht, dass ich jetzt da doppelte Sache erzähle. Da lernen die Kinder ja in einem Jahr, machen die ja Abiturreife und so weiter. Und von Anastasia, wer diese Bücher kennt, da weiß man ja auch, da gibt es Wanderlehrer. Und die Kinder sind dann freiwillig bei den Lehrern, und wenn das langweilig ist, dann kommen die, wenn das interessant ist, kommen die Erwachsenen dazu, und wenn es langweilig ist, dann gehen sie eben weg. Oh ja, und so dürfte das bei uns auch sein. Freiwillig geht alles viel, viel besser. Und Kinder in dieser neuen Schule, die beschäftigen sich ja mit dem ganzen Leben, und die
beschäftigen sich auch mit ihren Nahrungsmitteln, die bauen die Nahrungsmittel selber an, die sind in den Gärten, die kochen, machen ihre ganzen Pläne und so weiter. Und zu dem Thema darf ich euch heute was erzählen, was wir an viele Orte schon umsetzen und was ziemlich auch genauso wie die Schulen ist es auch zu einer Bewegung geworden in Stadt und Land und überall eigentlich. Und da geht es auch ziemlich schnell voran und das darf ich euch heute erzählen. Mein Vortrag soll motivierend sein, damit ihr das kennenlernt, damit ihr wisst, es ist nichts, sind keine Visionen, sondern das sind Dinge, die bereits umgesetzt werden, wo man sich einfach nur einklinken kann und mitmachen kann. Also dieses Bild, das ihr da gerade seht, das ist für mich ziemlich, das sagt das aus, um was es mir eigentlich geht. Wir bauen uns die Welt, wie sie uns gefällt. Also Gemeinschaftsgärten und mehr ist das, darüber erzähle ich euch, in verschiedenen Varianten. Und wir machen uns das Leben, wie es uns gefällt. Mit dem Umbau. Wir nehmen das Leben selber in die Hand. Also ich muss jetzt sagen, ich habe meinen Vortrag hier völlig umgestellt. Ich muss mich jetzt immer selber ein bisschen überraschen lassen, was kommt. Also das Leben selber in die Hand nehmen, leben wie es uns gefällt. Und jetzt, warum machen wir das? Weil es so wie es ist, nicht mehr passt. Also wir sehen uns zurzeit den eigenen Ast, auf dem wir sitzen, unsere eigenen Lebensgrundlagen. Der Ist-Zustand, was unsere Nahrungsmittel betrifft, meist geht es in erster Linie um Gewinne von Konzernen und Industrie und nicht um gesunde Nahrungs- oder Lebensmittel. Ganz kurz nur, so werden unsere Lebensmittel, die wir in der Supermärkte so anbauen, unter solche Verhältnisse werden die gebaut, also angebaut. Die haben keinen Kontakt mehr zur Natur, kein Licht, keine Sonne, kein Regen, was soll da rauskommen? Dann wird mit Gift gespritzt und so weiter und dann wird transportiert hin und her und drauf und runter und rüber und über. Also, und das ist alles ziemlich teuer, das weiß man ja, was Transporte kosten. Trotzdem sollen unsere Nahrungsmittel aber billig sein, wie soll das gehen? Also da stimmt irgendwas nicht. Und es wird ganz viel produziert für die Tonne, weil im Supermarkt muss alles immer ständig zur Verfügung sein und dann muss es wieder weggeschmissen werden, wenn das Datum wieder abläuft und so weiter. Zum Beispiel jetzt gerade in Österreich, ein Beispiel, wird jeden Tag eine riesen Menge Brot, frisches Brot weggeschmissen, so viel wie eine Kleinstadt zur Versorgung brauchen könnte. Das ist aber überall so, nicht nur in Österreich. Also momentan wird in einem Land, dem wird Nahrung genommen, das ist das mit dem Landgrabbing, wie zum Beispiel jetzt China und andere Länder kaufen in Afrika Länder auf und um dort für sich anzubauen und nehmen den Ländern noch mehr weg, also Nahrungsmittel und den ihr Land, zerstören den ihr Land auch noch, damit die immer noch weniger haben zum Anbauen. Also die einen haben Überfluss, schmeißen die Dinge auch noch weg und die anderen haben Hunger. Also es klingt alles nicht sehr zivilisiert, wir wollen ja zivilisiert sein, aber irgendwie passt es auch nicht. Dann gibt es den ökologischen Fußabdruck, das ist auch gerade für den Österreich sehr berechnet. Und der ökologische Fußabdruck besagt, bei jeder Handlung, die wir so haben, wie viele Ressourcen da verbraucht werden. Und gegenwärtig verbrauchen wir pro Person 2,7 Hektar an Ressourcen. Es stehen aber jeder Person nur 1, Hektar zur Verfügung. Das heißt, die Rechnung geht nicht auf. Und wir achten darauf nicht. Das heißt, wir leben auf Kosten unserer Nachkommen oder unserer Kinder. Es gibt dann auch noch den Ökoschuldentag oder den Welterschöpfungstag, der berechnet, wann unsere Ressourcen für dieses Jahr zu Ende sind. Und es ist immer so Mitte August, es ist fast jeden Tag, geht es nur um einen Tag hin oder her. Und es heißt, Mitte August, oder wann der Tag eben gerade ist, dann sind unsere Ressourcen zu Ende für dieses Jahr. Das heißt, dann müssten wir Winterschlaf machen, weil dann müssten wir uns zurückziehen, dann ist nichts mehr da. Wir tun das aber nicht, das heißt, wir bauen immer weiter Ressourcenschulden auch für die Nachkommen. Und da möchte ich jetzt eins sagen, das habe ich jetzt hier nicht auf der Folie, die ganzen Naturvölker, die machen das nicht. Die
Naturvölker haben das 7-Generationen-Denken, die denken immer 7 Jahre weiter. Bei jeder Handlung, die die machen, überlegen die, schadet es die nächsten 7 Generationen halte ich denen ihre Lebensmöglichkeiten aufrecht. Und das machen die zivilisierten Menschen nicht, aber die Naturvölker machen das immer selbstverständlich. Und da könnten wir eigentlich unser Beispiel nehmen. Also wir haben nur eine Erde und die sollten wir uns teilen. Und jetzt möchte ich euch zeigen, was uns auf der Erde für Ressourcen zur Verfügung stehen für Nahrungsmittelanbau. Muss ich euch schnell das Mikro wegmachen? Also ich habe jetzt hier einen Apfel. Der Apfel stellt die Erde dar. Und also wir haben auf der Erde 3/4 Wasser. Das wäre das Wasser, da können wir keine Nahrungsmittel anbauen. Da gibt es zwar Fische, aber jetzt so für Land können wir das nicht nutzen, das Wasser. Und dann, und dann haben wir praktisch 1/4 Land. Und dieses mache ich jetzt wieder in 4 Teile. Drei Teile davon, das ist Land, das, auf dem kann der Mensch sich zwar bewegen, aber keine Nahrungsmittel anbauen, weil es ist Eis, also Polareis, Wüsten, Sand und Sumpf und so weiter. Und dann habe ich noch so ein Teil, mach mal eins weiter, das ist Land, auf dem kann der Mensch leben und sich bewegen und so weiter auch, aber er kann da drauf, also das ist verbautes Land und harte Böden und unfruchtbares Land, auf dem kann er auch nichts anbauen. Er kann da zwar Straßen bauen, Häuser bauen und so weiter. Und der Rest, das ist 1/32 von der ganzen Erde. Ups. Also 1/32 und davon nur die Schale, auf diesem kleinen Teil, baut die ganze Welt, muss sich von diesem kleinen Teil ernähren. Und auf dieses Stück Land sollte man aufpassen. Also dieses nicht vergiften und so weiter, was aber jetzt geschieht. Aber das muss man sich mal bewusst machen, wie wenig das ist, auf was wir zu achten haben. Die Dinge müssen einem bewusst sein, dass man damit entsprechend umgeht. Also es ist unsere Aufgabe, diesen Teil der Erde gleichwertig oder besser an die nächste Generation zurückzugeben oder weiterzugeben. Und das sagt auch der Leopold Kohr. Der Leopold Kohr hat 22 Kilometer von Salzburg weggewohnt, ist jetzt seit 1994 schon tot. Der hat auch eigene Staaten und so weiter gegründet, mit eigener Währung und alles. Ging immer nur ganz kurze Zeit und ist wieder gestoppt worden. Und der hat den Slogan Small is Beautiful, Rückkehr zum menschlichen Maß. Sein Maß war, seit er 22 Kilometer von Salzburg weg wohnt, war 22 Kilometer. Und das ist kein Rückschritt, sondern ein Lernschritt voran für mich. Und dann gibt es den Weltagrarbericht. Da haben 400 Wissenschaftler, 2008 war das, haben sich zusammengetan und erforscht, wie man die Ernährungssituation weltweit verbessern kann. Und die haben dann herausgebracht, weiter wie bisher ist keine Option. Also Landwirtschaft im Scheideweg. Es muss sich was verändern. Was da allerdings passiert ist, da haben sich so viele Wissenschaftler zusammengetan, haben das erforscht, hatten dann aber kein Geld mehr, um das Wissen unter die Leute zu bringen. Vielleicht wollten wir es auch nicht unter die Leute bringen. Und das Ergebnis vom Weltagrarbericht war, die beste Garantie für lokale Ernährungssicherheit
sowie die nationale und regionale Ernährungssouveränität sind kleinbäuerliche Strukturen. Und Veränderung in der Landwirtschaft bedeutet auch Veränderung für den Verbraucher und Konsumenten. Jetzt ist die Frage, wer beginnt mit der Veränderung? Jeder wartet immer auf den anderen. Und das Beste wäre, wir beginnen zusammen und gemeinsam. Und noch jemand, der nicht weit von hier weg wohnt, das ist der Dr. Heringer aus Laufen. Der sagt auch, also der macht zum Beispiel Vorträge Garten oder Schlachtfeld. Ich meine, die Wahl wird nicht schwerfallen, was an der Lieber ist. Und er sagt genauso das Gleiche, nicht die Agroindustrie wird das Ernährungsproblem lösen, sondern der Umbau der Welt zum Garten. Und das geht es mir eigentlich, das mache ich mit vielen anderen, sind unterwegs, Gärten zu bauen. Und Gärten sind für mich Paradiese. Und ich sage immer so, wir haben schon viele Gärten und da können wir Paradieshüpfen machen. Und wenn wir uns nur noch in diesen Räumen bewegen, dann sind wir im Paradies oder da, wo es uns gut geht, wie auch immer man das nennen will. Das ist so, darum, das ist das, was mir sehr gut gefällt, dieses Bild. Das heißt, wir bauen um, das heißt auch, wir sind aktiv. Und wir bauen essbare Landschaften auf, die entstehen gerade überall. Städte sind in Bewegung, in die Städte passiert fast mehr wie auf dem Land. Und das nennt man dann das Urban Gardening. Da müssen die teilweise anbauen in Kisten, weil sie gar nicht das Land zur Verfügung haben, weil das Land teilweise vergiftet ist oder Bauland zur Verfügung steht und die dürfen es nur vorübergehend benutzen. Dann bauen die in Kisten und so weiter an, aber geht alles. Und die Städte werden dadurch wiederbelebt, die Gärten werden wiederbelebt und essbare Landschaften, habe ich euch ein paar Bilder, wie die aussehen können. Könnt ihr euch vorher erinnern, das Land mit den Glaskästen, wo die Natur praktisch also zugebaut ist. Und hier sind es offene Landschaften, essbare Landschaften. Ist unser Ziel zu bauen. Ein paar inspirierende Bilder. Diese essbaren Landschaften, die sind auch gleichzeitig Blühstreifen. Man kann das alles kombinieren, man muss das nicht extra machen. Sogar ein Beispiel gerade von Salzburg. Berg, überall geht es. Also ich habe gerade in der Stadt gesehen, auf dem Land, überall geht es. In alle Varianten. Und was ich auch noch sagen wollte, wie haben die da das früher gemacht, bevor es den Supermarkt gab? Da haben die Menschen auch angebaut und zwar auch immer direkt vor Ort. Und dann hat es so ausgesehen. Hier wird jetzt gerade alles wiederbelebt, diese Dinge. Aber wer hat sich mal Gedanken gemacht, warum die das früher gemacht? Genau, und in Moskau ernährt sich die Bevölkerung zu 80% aus Hinterhöfen und aus dem Land um die Stadt rum. Weil alle denken immer, das geht nicht, aber das geht. Gärten sind also essbare Landschaften und Alternativen zum Supermarkt. Und unser Ziel ist, so regional wie möglich, so saisonal wie möglich und so natürlich wie möglich uns zu ernähren. Und die Gemeinschaftsgärten zum Beispiel, die jetzt überall entstehen, also ich habe hier hingeschrieben Ausgleichsflächen, damit ist gemeint, wenn zum Beispiel die Supermarkthallen entstehen, dann sollten wir fordern, dass es als Ausgleichsfläche einen Garten gibt vor Ort. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man jetzt Nahrungsmittel anbauen kann, wie man das selber in die Hand nehmen kann. Da gibt es die solidare Landwirtschaft und das Gemeinschaftsgärtner im Vergleich. In der solidaren Landwirtschaft, da finanzieren wir die Bauern, die das machen möchten, und die Menschen, die finanzieren und erhalten dann Produkte. Und im Gemeinschaftsgärtner bauen wir selber mit an. Und dazwischen gibt es aber alle Varianten, wie man das mischen kann. Und dann das Urban Gardening, das sind die Versionen, die in der Stadt gemacht werden. Dann gibt es die interkulturellen Gärten, was jetzt auch öfters kommt, da arbeitet man dann mit verschiedenen Nationen zusammen. Ein Supermarkt, ein grüner Supermarkt kann so aussehen, da gibt es so Selbsternteländer und so weiter, die man dann praktisch nicht mehr im Supermarkt einkauft, sondern auf dem freien Gelände. Frischer geht es nicht. Und da habe ich auch ein Beispiel, das ist von uns in Bad Aibling, wie das einer einfach so macht, ganz unscheinbar, macht keine Werbung und nichts. Wenn man vorbeifährt, sieht man es zufällig. Und das, was er aber überall kennt, das sind die
Die Blumen, also die Blumen selbst, Erntefelder, die gibt es überall, aber Gemüse gibt es nirgends. Wäre ganz genauso zu machen. Und da macht es einer in Bad Aibling, also nicht irgendwo auf der Welt, sondern eigentlich bei uns. Und jetzt möchte ich euch ein Beispiel zeigen, ich weiß nicht, ob es der eine oder andere kennt. Das ist ein Beispiel in England heute Morgen. Da haben zwei Frauen, wohlgemerkt, zwei Frauen haben begonnen, was zu bewegen, was dann, wo sie eine ganze Kleinstadt mitgenommen haben. Die zwei Frauen rechts und links haben ihren Gartenzaun abgerissen und haben zur Bevölkerung gesagt, zu ihren Nachbarn und zur ganzen Stadt, bedient euch in unserem Garten. Das hat dann ein halbes Jahr gedauert, dass die Leute sich das getraut haben, in einen fremden Garten reinzugehen und sich was mitzunehmen. Und mittlerweile ist die ganze Stadt ein Garten, der alle gehört, der alle gemeinsam anbauen, und die Gemeinde macht mit und hat schon 500 Bäume gespendet oder finanziert. Und die haben das Ziel, also komplett sich selber zu versorgen, diese Stadt. Und da zeige ich euch jetzt einen kleinen Film dazu. Der Film, der ist auf Englisch, also ist mit deutschen Untertiteln. Was ich noch dazu sagen will, die fragen nicht, ob sie das dürfen, die machen das einfach. Und ich sehe an dem Film, wird es kurz angesprochen, und sie sagen dann, es wäre ja lustig, wenn sie angezeigt werden würden und vor Gericht müssten, weil sie gerade Hintersträucher anbauen. Wohlgemerkt, zwei Frauen haben begonnen und eine riesige Bewegung entsteht. Es ist mittlerweile also auch von Prince Charles ausgezeichnet. Und jetzt zeige ich euch also Alternativen zum Supermarkt. Genau. Also sie haben das Ziel in kurzer Zeit, also sie haben sich 10 Jahre Zeit gegeben, um als Stadt sich komplett selber zu versorgen. Und da wollte ich euch noch erwähnen, also bei uns im Chiemgau, wo ich jetzt gerade herkomme, da sind die Leute unterwegs, bis zum Jahr 2020 energieautark zu sein, aber keiner denkt dran, ernährungsautark zu sein. Also die Gemeinden denken nicht dran, aber wir schauen da schon. Dann gibt es in Deutschland eine Stadt, die Stadt Andernach, die ist am Rhein. Die macht was Ähnliches, da baut auch die ganze Stadt Gemüse an. Die machen das aber nur aus Schönheitsgründen einfach so. Aber der Effekt ist eben auch, dass man sich davon ernähren kann. Da haben solche Architekten haben begonnen, statt mit Blumenrabatten und so weiter, ihre unschönen Ecken überall mit Gemüse zu verschönern. Und es war erst umstritten, aber jetzt ist es auch eine Riesenbewegung geworden. Ganz viele Städte möchten auch essbare Städte werden. Das sind Exkursionen dahin und so weiter. Die Stadt macht auch immer mehr mit und es dehnt sich einfach alles immer mehr aus. Das zeige ich euch auch im kurzen Film. Also, jetzt müssen wir mal schauen, dass das geht. Ja, das sind noch ein paar Bilder. Also, das seht ihr, das ist so in einer alten Ruine, wo die da anbauen. Und die Menschen dürfen alle ernten. Mithelfen und ernten. Also das, wie gesagt, diese Stadt Andernach, das macht Schule, also in Österreich wollten auch, ich glaube, im Süden ist eine Stadt von Österreich, die wollten auch die erste, Übelbach, die wollten auch erste essbare Stadt werden und also, ja, es war richtig dran, essbare Stadt zu sein. Und normalerweise zeige ich in meinem Vortrag, der länger geht, weitere Beispiele, zum Beispiel vom Buschberghof. Der Buschberghof ist mittlerweile eine Gruppe von 3 Bauernhöfe in der Nähe von Hamburg. Und da haben sich Menschen zusammengetan, die finanzieren den Hof und werden damit mit Nahrungsmitteln
versorgt, aber nicht mehr nur mit Gemüse und so weiter, sondern die backen auch schon selber Brot, machen Käse, haben das Fleisch, wenn das wer will und so weiter. Das gibt es bereits seit 1988, ist nur fast alles nicht bekannt. Und so gibt es noch ein paar weitere Beispiele. Ich möchte euch jetzt hier ein kleines Beispiel zeigen, auch von einer, sind nur 3 Minuten fehlen, von der Gärtnerei, wo die Menschen auch eine solidare Landwirtschaft oder Gemeinschaft machen. Die helfen mit, aber sie in erster Linie finanzieren die das und werden mit Produkten versorgt. Und das sind ein paar interessante Aussagen, die für mich wichtig sind, dass ihr die erfahrt. Also das war mir jetzt wichtig, das selber in die Hand zu nehmen, wenn man was verändern will. Und da möchte ich euch jetzt nochmal ein... möchte ich euch nochmal einen kleinen Videoclip dazu zeigen, und zwar die Macht des Verbrauchers, habt ihr gerade gehört. Und da kommt jetzt was von der Vandana Shiva und ein paar andere Sprecher, die da was dazu sagen. Das war ein Ausschnitt aus dem Film Good Food, Bad Food. Und es ist für mich sehr wichtig, ihr habt gerade gehört, in 48 Stunden, oder innerhalb 48 Stunden ist das System platt. Und es wäre gut, wir haben dann vorgesorgt. Aber das machen wir ja bereits. Ich zeige euch jetzt ein paar Bilder und erzähle euch kurz was drüber. Ich bin selber in einer Gruppe, die Gemüse selber anbaut am Chiemsee mit einem Bauer, der auch unzufrieden war mit dem, was in der Landwirtschaft passiert und der seine Kollegen eigentlich gewinnen wollte, dass man was verändert, aber der ist auf taube Ohren gestoßen, er hat keiner zugehört oder es hat ihn keiner interessiert. Und dann hat er begonnen, an die Verbraucher zu gehen und hat versucht, die mit denen was zu machen, und das ist gelungen. Mit 2 hat er angefangen, dann waren es 30, dann 50, dann 80 und mittlerweile sind es jetzt das 11. Jahr, sind es insgesamt jetzt 100, also sind 100 Familien jedes Jahr, die gemeinsam Nahrungsmittel anbauen. Und zwar nicht irgendwelche Nahrungsmittel, sondern besondere Nahrungsmittel, also besonders gute Qualität. Es wird nur mit samenfesten Pflanzen gebaut und es wird Wert auf regionale und saisonale Sachen gelegt. Also das Motto ist gemeinsame Lebensmittelerzeugung, das heißt, Bauer und Verbraucher produzieren miteinander außerhalb des sonst üblichen Konkurrenzkampfes. Wir befassen uns nicht mehr damit, wie wir preiswerte größere Massen produzieren können, sondern Lebensmittel, die Lebensqualität, Lebensförderung und lebensaufbauend ist. Und das Wichtige dabei bei dem Projekt ist das Bewusstsein, die Bewusstseinsbildung. Er hat das sehr klug ausgearbeitet, also die Menschen treffen sich Samstagvormittag und arbeiten ungefähr 3 Stunden, also sind 3 Stunden auf dem Feld. Das ist nicht viel, das kann man, also sind ja alle berufstätig, das kann man leicht hin und her machen, und diese 3 Stunden reichen eigentlich, um sich komplett an Gemüse zu versorgen. Auch für die Winterzeit, es werden Wintergemüse angebaut, die werden dann gelagert. Aber ganz wichtig ist das Bewusstsein, das da entsteht. Denn alle möchten günstig einkaufen, aber niemand, habt ihr gerade auch im Video gehört, kann so günstig anbauen. Und da kriegen die Menschen mit, was ist eigentlich in der Landwirtschaft los, was ist mit den Nahrungsmitteln los, was sind da für Hintergründe und so weiter. Das kriegt man mit, wenn man da tatkräftig wird. Und da habe ich keinen Film, da zeige ich euch jetzt Bilder, wie so ein Jahr abläuft. Da wird immer alles, also es wird immer alles gezeigt, die Menschen kommen,
morgens um 9 wird eine Runde gemacht, dann wird besprochen, was ist an diesem Tag dran, dann wird alles gezeigt. Da seht ihr Therapeuterbeete, die da aufgebaut werden. So sieht das dann aus. Also wir empfinden das nicht als Arbeit, denn man ist mit Menschen beieinander, so wie ihr jetzt sitzt, arbeitet man halt nebenbei. Kriegt ganz viel mit, es ist total spannend. Es sind auch einige Bauern, die da mitmachen, um dann später selber so ein Land aufzubauen. Und es sind auch sehr viele Teilnehmer, ich war da auch 8 Jahre dabei, die dann selber anbauen. Das ist ein Landwirtschaftsberater, da werden gerade Bäume gepflanzt. Es wird auch ständig experimentiert und ständig was verändert. Also mir geht jetzt in Richtung Agroforst, man macht Baumreihen und Getreide dazwischen und so. Kräuterfeld ist hier. Und durch das, dass viele Menschen zusammenkommen, da kommen auch viele Qualitäten zusammen, wo dann alle möglichen anderen Dinge auch noch einfließen. Tiere gibt es nicht mehr. Ja, dann wird viel gefeiert. Also es hat sich so ausgeweitet, damit es ein eigenes Restaurant gibt, in dem nur saisonal gekocht wird und nur mit dem Gemüse, das da angebaut wird. Und da wird auch so gekocht, dass das nicht wieder vermindert wird, die Qualität, sondern man kann so kochen, dass man die Qualität noch verbessert. Also zum Beispiel, wenn man Sauerkraut macht, erhöht man den Wert als wie das pure Kraut. Und so geht es mit, es wird nicht mit Plastik, in der Küche gibt es keine Plastikgeschichten und so weiter. Und eine Kochschule hat sich, eine Kochschule gibt es inzwischen. Und das alles aus den Teilnehmern raus kam das. Also ich will damit andeuten, wenn man was beginnt, entwickelt sich das von selber weiter. Die Ernte. Hier vorne seht ihr einen Bauer, der seit 4 Jahren selber schon erlernt hat. Die Leute kommen teilweise von weit, sie fahren eine Stunde manchmal, also Salzburger waren jetzt vergangenes Jahr auch dabei, aber auch immer mit dem Ziel, dann vor Ort selber was zu machen, dort zu lernen und dann vor Ort selber was zu machen. Also uns geht es da super gut, wenn wir gearbeitet haben, dann kriegen wir hinterher super zu essen, gell, in der Gemeinschaft. Das ist die Dame, die Kochschule macht. Also wir kommen, dann wird gearbeitet und dann wird gemeinsam geerntet und dann, wie gesagt, dann gehen wir essen und meistens gehen wir dann eben überhaupt nicht rein, weil es so viel Spaß macht. Er angebaut wird für diese ganzen Leute auf 2 Hektar. Und es ist so ausgeklügelt von Hubert Jagsch, was er dort macht, dass das mit ganz wenig Zeitaufwand möglich ist. Ja, und es gibt Führungen, man kann da im Sommer dann hingehen zu Führungen und Seminaren. Aus diesen Gärten haben sich dann ganz viele weitere Gärten entwickelt. Also ihr seht jetzt hier um den Kiez herum, das Rote ist das Feld von Hubert Jagsch und aus dem haben sich ganz, ganz viele weitere Gärten entwickelt. Also ich bin in einigen mit drin, aber da zeigt man gleich noch was drüber. Und auch im größeren Umfeld und auch hier von Österreich zeige ich auch Beispiele von Österreich. Also bei diesen Führungen, wo ich gerade erwähnt habe, sind ganz viele Leute gewesen und gesagt, das möchten wir auch machen. Zum Beispiel das Kartoffelkombinat. Das Kartoffelkombinat ist ein Genossenschaftsmodell in München. Und zwar haben das zwei Studenten. Ja, die haben 30-jährig, die haben Management studiert und so weiter, die haben also gar keine Ahnung von Landwirtschaft und von Gartenbau. Und die waren auch auf so einer Führung mal dabei, denen hat es gut gefallen und die haben das Kartoffelkombinat gegründet in München, im Norden von München. Das ist ganz schnell groß geworden, die können gut managen. Und ich bin mit denen, ich habe denen viele Sachen gezeigt und ich war dabei, ich habe denen viele Gartnerhöfe und so gezeigt und ich habe das dann miterlebt, was die für Fragen stellen. Also das war für mich sehr lustig. Aber wie gesagt, mittlerweile sind die total erfolgreich. Und da zeige ich jetzt auch einen kleinen Kurzfilm.
Also wie gesagt, bei dem Projekt ist es so, die Menschen, die zahlen dafür und dann wird für die angebaut, aber alle 14 Tage können die, wenn sie wollen, teilnehmen, damit sie mehr Bezug dazu kriegen. Beim Hubert-Jakschitz-Fonds, der wird generell nur mitgearbeitet und was ich vorher, glaube ich, nicht gesagt habe, die Menschen, die so einen Durchgang machen, die sind nachher nicht mehr die gleichen. Also die werden sich nie mehr verhalten wie zuvor, die gehen nicht mehr wahllos irgendwas einkaufen. Und was jetzt beim Kartoffelkombinat das Wichtige war, oder was mir wichtig ist, dass, das, dass man das berücksichtigt, die haben keine Ausbildung als Gärtner oder als Landwirt und es funktioniert trotzdem. Genau, also was ich euch jetzt noch zeigen will, Leute, die beim Hubert Jaksch waren, die haben dann zum Beispiel solche Gärten aufgebaut, die Leute nehmen ein Jahr teil. Und dann haben die das Wissen, was sie brauchen, um das alles eigenständig zu machen, alleine oder in Gruppen. Und das wird ganz vielfach gemacht. Ich zeige euch jetzt ein paar Beispiele. Das ist zum Beispiel jetzt jemand, das ist die Handspezialistin, die Veronika Ramsauer, die wohnt bei Grabenstedt. Und die hat einen großen Garten und hat Familien mit eingeladen, gemeinsam zu gärtnern. Und das ist auch eine Teilnehmerin von Hubert Jaksch, die hat auch sehr großes Land in der Nähe von Rosenheim und da gärtnern die auch gemeinsam. So sieht man wieder, wie bei Tod Morgen und wie bei Andernach und so weiter, wie sich das alles ausbreitet. Also das ist jetzt ein Landwirt, der war 2 Jahre bei Hubert Jaksch dabei und ein Nebenerwerbslandwirt und den hat es auch fasziniert und der macht es jetzt, das 5. Jahr ist es dieses Jahr, dass er das mit einer kleinen Gruppe mit Familien selber anbaut. Das sind auch Terra Preta Hügel. Da haben wir auch begonnen, mit dem Pferd zu klügen. Und so ja, geht es immer weiter. Also wir schließen die Lücken von Ort zu Ort. Das ist ein interkultureller Garten bei Burghausen. Ein anderer Ansatzpunkt. Und das ist jetzt ein Beispiel von Österreich. Das ist ein junges Bauernpärchen. Die sind in der Nähe von Sablet, die waren auch auf der Führung dabei beim Hubert Jaksch und da hat sie auch sofort gepackt und die haben das auch selber gemacht, wollten das auch selber machen, die möchten noch weitergehen. Bei denen ist die Besonderheit, die möchten gern, dass die Leute, die mit denen anbauen, den ganzen Hof gemeinsam bewirtschaften. Also alle Arbeiten, die da anfallen. Und das ist was, das ich ganz toll finde, so ist so ein Bauernhof eine Lebensgrundlage für eine Gruppe von Menschen, die wirklich alles abdecken können. Denn in so einem Bauernhof, da kann man ja gut handwerken. Das sind die Räumlichkeiten und so da, die man normalerweise nicht so hat. Und das finde ich auch, dass das Zukunft hat, dass man sowas forciert. Und da zeige ich euch jetzt nur, ich habe keinen Film oder sowas, aber zeige ich euch da als Beispiel, da finden sich Menschen, da ist Land da und dann wird geplant und angebaut und dann entstehen Paradiese, die man dann auch ernten kann. Das finde ich also ein ganz, ganz tolles Beispiel auch. Und dann darf ich jetzt euch ein Projekt zeigen, das wo ich jetzt selber letztes Jahr gemacht habe. Also wir sind ganz, ganz viele, wir suchen immer Land, aber die Schwierigkeit ist immer Land zu kriegen. Ja, weil die Bauern sind ja in Subventionen drin, in Fördergelderprogrammen drin und sowas und können nicht so leicht ist nicht so einfach, da rauszukommen. Und darum können wir nicht so einfach Land immer kriegen einfach. Und da haben wir jetzt, das ist am Chiemsee bei Grassau, haben wir ganz plötzlich ein Land gekriegt. Das war genau vor einem Jahr im Februar, haben wir das erfahren. Also wir konnten gar nichts vorher planen. Und haben uns auch wieder zusammengestellt, haben uns inspiriert und dann haben wir losgelegt. Also wir haben im März losgelegt, Anfang März losgelegt und haben Gelände von 4.500 Quadratmeter haben wir aufgebaut. Also wir haben Hügelbeete aufgebaut, weil wir haben keine Maschinen. Wir können also nicht wie ein Landwirt arbeiten, wir müssen andere Wege suchen. Und wir haben dann Hügelbeete aufgebaut auf die Wiese, dann ist es egal, was drunter ist. Und da mussten wir innerhalb von einem Monat mussten wir Material sammeln, Holz sammeln, Pferdemist besorgen und so weiter. Und ein Monat hat es gedauert, dann haben wir eine riesige Menge Hügel aufgebaut gehabt. Und ab April haben wir mit Pflanzen angefangen. Und da zeige ich euch das Ergebnis. Ich zeige euch jetzt das Ergebnis davon, was wir dann gemacht haben.
Also das ist ein Beispiel, auch Witzer von Laien aufgebaut, und die Besonderheit dabei ist, dass wir mit Laien komplett die ganzen Pflanzen selber großgezogen haben. Da waren wir eigentlich so ein bisschen, sind wir ein bisschen als Vorreiter auch dran. Wer das nicht weiß, was Samenfest ist, die meisten Pflanzen, die ihr kaufen könnt, im Baumarkt oder sonst in Gärtnereien, so, das sind alles Hybriden, die man nicht mehr weiter vermehren kann. Also Samenfeste Pflanzen kann man fast gar nicht käuflich erwerben, nur an ganz wenige Plätze. Und das ist uns auch ganz wichtig, dass wir das weiter ausbauen und dass wir wieder die Samenfesten und die alten Sorten haben. Und wie gesagt, was wir gemacht haben mit Laien, das kann man überall machen. Und das geht es eigentlich, dass man das überall macht. Das Beispiel, vor einem Jahr war das nicht, jetzt ist es da. Und also, wir haben das mit ganz, ganz wenigen Kosten gemacht. Da hinten, das sind lauter Beeren, die haben wir alle geschenkt gekriegt von Gärten, wo es gewuchert hat, die wohl zu viel gehabt haben. Und das Material, also den Holz in Hügelbeete ist unten Holz drin, das haben wir aus dem Wald geholt und da haben wir den Wald aufgeräumt und so weiter. Also wir nimmt ja immer mehrere Fliegen mit einer Klappe und dann seht ihr ja, dass hier eine Straße ist. Und da kommen sehr, sehr viele Leute vorbei, die haben sich auch gewundert, was wir da treiben, weil am Anfang hat es recht wild ausgesehen. Und ganz viele Urlauber kommen vorbei und wir haben jetzt mit dem Feld, also für mich ist das mittlerweile so ein Impulsgarten geworden. Ihr seht, ein Impuls kommt in die Mitte und im Wasser und dann zieht es Kreise. So wäre das im Wasser und so ist es auch bei uns im Garten passiert. Ganz viele Leute haben die Idee mitgenommen, um das bei sich vor Ort auch zu machen. Da möchte ich euch dann auch ein paar Beispiele zeigen, zum Beispiel in Tüßling, die Uta Stechel, die war auch ein Jahr beim Hubertjagd, hat auch im Land gesucht und der Tisch, der sitzt hier, der das macht, also die Elisabeth und der Hartmut sind da dabei und da ist dann der Maximilian aus Töging, also in der Ecke, und die haben wieder bei sich inspiriert, dort sitzt wieder Kreise, da entstehen jetzt gerade mindestens 4 Projekte im gleichen Eck. Also so zieht das Ganze seine Kreise überall. Dann ist hier ein Projekt, das ist auch in der Nähe von Chiemsee, das hat auch eine Besonderheit. Das ist, wo gebaut wurde, wo eigentlich kein Land ist. Das hat der Erwin gemacht, der hier sitzt. Auch in einem Jahr, der hat dann 14 Tage später nachgezogen und parallel mit aufgebaut. Und da war ein schöner Fleck, da haben die Menschen gesagt, auch, das ist so ein Platz, da müsste auch ein Garten entstehen. Und da haben wir mit den Besitzern geredet und die waren auch begeistert. Und dann, ja, und wo? Und dann haben sie gesagt, ja, Land haben wir keines übrig. Wir haben zwar Land gesehen, aber die brauchen das für Pferdehaltung und für Milchschafe. Und also kein Platz für einen Garten. Und dann hat der Erwin gesehen, der hat Hügel schon gesehen, fertige Hügel. Und zwar war das der Hochwasserdamm. Denn da ist also ein Bach, durch das Hochwasser haben die ganz auf die Schnelle einen Lehmhügel aufgebaut, auf dem man natürlich nichts anbauen kann. Und der ist dann jetzt wie ein normaler Hügel einfach aufgebaut worden. Und das ist auch ein riesengroßes Projekt, wo dann innerhalb von einem Jahr reiche Ernte war. Und das ist ein schönes Beispiel, also wo man denkt, da ist kein Land, da kann man auch noch was bauen. Also ich sehe mittlerweile, wo ich hingehe. Ich sehe überall Flächen, ich sehe überall die Materialien rumliegen, die man braucht. Ich habe da so einen Blick dafür gekriegt. Also jetzt nochmal gezeigt, es sind von einem Projekt lauter Projekte, ganz viele Projekte entstanden. Und wenn die sich verdoppeln und verdoppeln und verdoppeln, könnt ihr euch vorstellen, wie das dann weitergeht. Da sind wir voll drin, also voll am Laufen. Das ist noch ein wichtiger Spruch, den ich immer gerne mache. Viele kleine Leute an vielen kleinen Orten, die viele kleine Dinge tun, werden die Welt verändern. Und wenn du den ersten Schritt tust, kommt der Himmel dir entgegen. Und der Himmel kann zur Erde kommen, wenn wir den Garten zum Landeplatz machen. Wir machen uns die Welt, wie sie uns gefällt. Und viele gesunde kleine Projekte überall verteilt sind wertvoller als wenige große. Und viele kleine Gartenprojekte ergeben ein großes, ganzes Paradies. Und so geht es mir wirklich, weil ich mich nur noch in diese Gärten bewege, bin ich im Paradies. Also
Ich habe mit nichts anderem mehr Berührung dann. Und so können wir uns das eigentlich mit vielem gehen, weil das Ganze endet, wenn man mit den Gärten beginnt, genau das will ich noch sagen, Umbau der Welt zum Garten. Es gibt einen Professor, ich weiß nicht, irgendwo Pallover ist der, Dr. Otterpohl nennt sich der, und er hat auch die Idee, dass man um die großen Städte kleine Gartenringe aufbaut, also um die Städte lauter Gartenringe. Und jetzt ist aber so, damit er das verbreiten kann, muss er jetzt einen Film drehen. Und da ruft er jetzt aus, er arbeitet an der Universität, aber er braucht jetzt, ehe er dieses Projekt weiterbringen kann, sucht er jetzt Unterstützung, dass Filme gedreht werden. Bis der jemand findet, der ihm die Filme dreht, um uns das weiterzubringen, haben wir längst aufgebaut. Und Gemeinschaftsgärten und Meer. Das Meer ist mir sehr wichtig, denn wenn ich Gemüse anbaue, dann werde ich es weiter verarbeiten, indem ich es koche oder lager oder haltbar mache oder sonst irgendwas. Ich brauche zum Beispiel Lagermöglichkeiten, Lagerräume oder Frühbeete oder sonst was. Und dann komme ich ganz unweigerlich zu Handwerk, zu Dienstleistung oder zu ganz neuen Existenzen. Und somit landen wir im ganzen Leben. Und zum Beispiel ein Beispiel, das ist ein Bekannter von mir, der hat eine Ölmühle und da suchen wir auch Plätze, wo man Ölfrüchte anbauen kann und somit können wir wieder mehr mit Bauern arbeiten, denn wir können das alles mischen. Wir machen im Idealfall die Gemüsefelder selber, aber wir können dann für Ölfrüchte oder für irgendwas, wo man größere Feldarbeiten, wo das mehr Sinn macht, das können wir alles kombinieren mit solidarer Landwirtschaft, dass wir das dann an Bauern vergeben. Aber wir machen das direkt, Hand in Hand, ohne großen Zwischenhandel. Das ist das Wichtige dabei. Und da suchen wir auch ganz viel Zusammenarbeit mit den Bauern. Und das können wir mit allen möglichen Bereichen machen. Und dann gibt es was, das gibt es auch hier in Salzburg, gibt es zwei Initiativen mit Food Groups. Food Groups, das sind, die organisieren sich selber mit Lebensmittel-Großeinkauf, also aber da geht es jetzt auch nicht, dass man billig einkauft und so weiter, sondern dass man direkt abnimmt. Also von dem Hersteller direkt abnimmt, dass der Zwischenhandel dann, der üblicherweise das meiste frisst, dass der denen zugute kommt, die Arbeit machen. Und diese Dinge, die kann man zusammenspielen lassen. Also die Food Groups, die solidare Landwirtschaft und das Gemeinschaftsgärtner und diese Dinge und dann, wer das nicht machen will, der macht eben Handwerk oder sonst was, was da am Rand mit dazu gebraucht wird. Und so nehmen wir das ganze Leben in die Hand. Und da gibt es noch die Bewegung Transition Town, da ist das schon beinhaltet, da ist einfach alles beinhaltet, auch zum Beispiel alternative Währung und so weiter. Und das, diese Bewegung, die rollt auch immer mehr. Da will ich dann das noch dazu, Wohlstand, neu denken, sinnvolles Wirtschaften der Zukunft. Ich selber war zum Beispiel gar nicht so ein großer Freund von Tauschpreisen. Aber durch das, dass ich sehr intensiv mit diesem Gartenbau zu tun gehabt habe, habe ich gemerkt, unsere Produkte sind eigentlich unverkäuflich. Also ganz viele Leute wollten immer diese Produkte kaufen, aber das geht überhaupt gar nicht, weil wir so viele, die Stunden, die wir an dem Gemüse dran sind, und die Leute vergleichen die Preise mit dem, was sie im Laden kriegen. Das passt nicht zusammen. Und eigentlich kann ich nur Gemüse oder meine selbst hergestellten Dinge per Zeit weitergeben. Und dann gilt es auch, Kompetenzteam aufzubauen. Das den ganzen Leuten, die jetzt vielleicht sich nicht trauen oder denen die Erfahrung fehlt und so weiter, dass man die an der Hand nimmt und dass das alles leichter geht. Ich habe in meinem Umfeld viele Leute, die wollen, aber sie finden den Anfang nicht. Und durch das, wir laden die immer ein, schau einfach zu und dann sehen sie das und dann fällt es ihnen leichter. Und da gibt es, also Robert Japsch ist natürlich so ein Kompetenter und dann, der ist heute nicht da, der wollte eigentlich kommen, der Robert Peter Lechner, der ist nicht weit weg von, also in Großradigung wohnt der und mit dem mache ich ganz, ganz viel. Und dann in Tirol gibt es autark Werken, dann gibt es in Wels den Bernhard Gruber, genau, also und viele weitere. Was ich euch noch ans Herz legen will, das ist der Film, ich weiß nicht, habt ihr von dem gehört,
Der Bauer und sein Prinz läuft leider in Österreich nicht, aber ihr seid grenznah, ihr könnt euch den leicht anschauen. Der ist also ganz, ganz fantastisch. Er läuft seit Herbst in Deutschland und er läuft mittlerweile läuft bis jetzt nur in Deutschland. Und der Prinz Charles hat einen Musterhof aufgebaut, wo er ökologische Landwirtschaft experimentiert und weiter zeigt. Es darf aber in die Engländer, also in England darf er das nicht bekannt machen, der wird auch in der Film nicht gezeigt. Und ab Herbst wird er aber auch in Österreich gezeigt. Aber da, wo ihr grenznah wohnt, schaut ihn den lieber so schnell wie möglich an. Ist ganz, ganz toll. Ja, ein paar Impulse noch. Den Spruch kennen wir ja, aber er ist trotzdem wichtig. Erst wenn der letzte Baum gerodet, der letzte Fluss vergiftet, der letzte Fisch gefangen, werdet ihr feststellen, dass man Geld nicht essen kann. Und ein Garten, in dem es nichts zu essen gibt, ist vergeudete Landschaft, sagt wer. Und dann ist es mir noch auch, das finde ich auch ganz toll, wer sagt, dass etwas nicht geht, sollte die nicht stören, die es gerade machen. Und heute beginnen das Morgenfrüchte dreht. Also es war jetzt für mich, ich wollte eigentlich euch motivieren, sowas zu machen, euch nicht zu scheuen oder euch jemanden zu suchen, der euch unterstützt. Also mir schwebt vor, dass wir ein riesiges Netzwerk aufbauen, also die Lücken schließen, wir fangen da an, wo die Leute wollen, wo die Leute können und schließen dann die Lücken nach und nach, bis wir die Welt ganz umgebaut haben. Was ich noch jetzt was vergessen hätte, hier ist noch ein Tisch, die möchten am Kapuzinerberg oder die werden am Kapuzinerberg einen Garten aufbauen. Und es gibt überhaupt in Salzburg einige Initiativen, ich will die mal gerne zu Papier bringen, wollte ich gerade sagen, den Computer bringen zum Zeigen. Der Klaus macht auch rum mit in Salzburg, gell? Du bist der Stefan, aber hinter dir ist der Klaus von Aeri. Du bist auch in einer kleinen Initiative dabei, gell? Können wir eigentlich noch eine Frage bringen? Wir haben ja Zeit, dass ihr die vorstellt. Und da habe ich, während im Vortrag kam, jemand zu mir, die auch gesagt hat, dass sie in Österreich ein solidarisches Projekt machen, ein landwirtschaftliches Projekt machen, ja genau. Ja, das wäre es gewesen und ja. Bitte? Initiative für Kea. Ja. Das können wir ja nachher, glaube ich, nach der Pause, können wir die Sache ja alle vorstellen, die es jetzt gerade hier so in der Nähe noch gibt. Ja, und ich möchte euch einladen, werdet aktiv und lasst es uns miteinander machen, die Welt umbauen. Also ich habe hier noch eine Liste vorne und wenn ihr euch eintragen wollt, dann also von meiner Seite kriegt ihr dann alle Informationen, weil bei mir laufen ganz viele Informationen von verschiedenen Projekten zusammen. Ich sehe das alles als ein Projekt. Für mich ist der, also jetzt der Raum Salzburg, München-Salzburg und ein riesiges Umfeld drumherum ist für mich ein Projekt. Und ja, bei mir läuft sehr viel zusammen, wenn ihr euch da einträgt, ich gebe alle Informationen und alle Veranstaltungen und so dann weiter, wer das gerne möchte. Dann darf ich sagen, wer denke Pause, oder? Also es sind ja einige im Raum und wir könnten, würde ich sagen, nach der Pause die Projekte vielleicht vorstellen, oder? Oder wenn Fragen sind. Ja. Liebe Karin Frank, jetzt haben wir die auch Gott sei Dank. Das ist voll schön. Ich bin sehr berührt, weil wir heute leicht besorgt waren durch den Ausfall einiger Männer, dass unser Frau ein Lord Sven wird. Vor allem, wenn es um Bildung geht. Und man merkt eigentlich, dass Frauen in Verbindung mit Mutter Erde viel mehr zu geben haben als eine ganze Schar verkopfter Mathematiker. Und damit schicke ich euch jetzt in die Pause. Und ich wollte eigentlich nach der Pause etwas Bedenkliches zum Schulsystem singen, aber ich wäre euch ein Lied lieber Permakultur singen. Und dann tun wir weiter.
Frage ans Bewusstsein. Stell dir vor, es ist wahr und die Gaudi ist erledigt. Alle sind über Nacht zack ein wenig gescheiter geworden. Sie haben so lang die Umwelt, die Natur und alles beschädigt. Dann haben sie gesagt, miteinander fangen wir einfach an von vorn. Was war dann? Was war dann? Die ganze Welt ist am Grinsen den ganzen langen Tag. Ja, die Menschen haben's irgendwie kapiert. Weil sie glauben nimmer an Zinsen oder an EU-Vertrag und haben gemeinsam Fukushima repariert. Ja, was war dann? Was war dann? Ja, dann war Peace and Love and Unity, so wie das gehört. Ja, ja. Und die Welt als eine große Community, ich glaub, sie rehrt vor lauter frei. Und stell dir vor, es ist wahr, die Politiker erinnern sie, warum das es gibt auf der Welt. Und stell dir vor, es ist wahr, wir sind nimmer in die Hände von die Banken mit ihren Schwindelgeld. Ja, was war dann? Was war dann? Und stell dir vor, sie vergiften unser Essen und das Wasser nimmer. Ha, und die Energie ist endlich frei. Und das System mit den Personen haben wir lang schon nimmer. Nein, weil das der Grund war für die ganze Sklaverei. Ja, was war dann? Was war dann? Ja, dann war Peace and Love and Unity. Spürst wie die schwingert, oh yeah. Und die Welt als eine große Community, die singen. Hey, hey, welcome to freedom. All those rules we don't need them. Love and respect, that's all the wisdom. Hey, hey, welcome to freedom. Hey, hey, welcome to freedom. Und stell dir vor, es ist wahr und die ganzen Differenzen auf der Welt sind auf einmal nimmer da. Und alle sagen kollektiv, na gut, verzichten wir halt auf Grenzen. Und wisst was, jetzt bauen wir's einfach alle an. Ja, was war dann? Was war dann? Ha? Ja, dann war Peace and Love and Unity, so wie das gehört, hurra. Und die Welt als eine riesen Community, die Blärer. Hey, hey, welcome to freedom. All those rules we don't. Welcome to freedom.